So, hi, hier ist der Dommy. Und wie ich euch bereits angedroht habe, spiele ich heute ein neues Let's Play. Und das mit dem Androhen ist gar nicht jetzt mal so verkehrt, weil dieses Spiel, ihr werdet mich entweder lieben oder hassen dafür. Ich hasse mich jetzt zum Beispiel schon mal selber dafür, dass ich das spiele und mein Hirn erst recht. Wie ihr seht, ist es von Konami. Oh Gott. Und nochmal kurz drauf zu sprechen zu kommen, wie das eigentlich entstanden ist. Ich habe in Facebook mal meinen Status geschrieben, so ja, mein Brutal Mario Video ist jetzt fast zu Ende, also mein Let's Play. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, was ich danach Let's Playen soll? Und ein paar von meinen Kumpels haben dann auch darauf geantwortet, haben auch teilweise gute Vorschläge gehabt, die ich mir dann auch notiert habe und ernsthaft überlegt habe, oh, kann man spielen. Und einer davon, ja, Ben, ich meine dich, hat dann gepostet, naja, solange du nicht die Schlümpfe oder Mr. Nuts spielst, ist mir das eigentlich gleich. Und ich so, was? Hä? Mr. Nuts? Kenne ich nicht. Gleich mal nachschauen, was das ist. Da habe ich mir ein Gameplay-Video angeschaut auf YouTube davon. Und rechts in dieser Videoleiste, ich glaube, das sind diese Vorschläge oder ähnliche Videos oder sowas, da stand Strangest Boss Ever oder irgendwie sowas in der Art. Und ich habe da drauf gedrückt und ich habe mir dann gedacht, so, als ich das gesehen habe, what the fuck is this? Ich habe das dann auch gleich in meinen Status gepostet, hey, ja, schaut mal das an. Und die so, ja, das Spiel kenne ich, das musst du spielen. Und ich so, was, ihr kennt das? Okay. Und dann habe ich mir ein Gameplay-Video davon angeguckt. Und ja. Es ist wie. Ich konnte nichts dagegen tun. Die meisten haben gesagt, ja, mach das, mach das, mach das. Und jetzt mache ich das auch. Das wird noch sehr, sehr schlimm. Aber genug der Worte. Jetzt schauen wir uns erstmal das Spiel an. Das gibt's an sich ziemlich günstig auf eBay. Also, ich fand's gut. Und billig. Und wie ihr seht, es ist Parodius. Oh Gott. Nur mal um's zu sagen, das Spiel ist ein Shoot'em'up. Ich benutze auch hier Save States, wie ihr jetzt hier seht. Weil ich bin unglaublich schlecht in solchen Spielen. Hey, Pinguin! Wie eigentlich in jedem Spiel. Und das Spiel ist sehr, sehr irrsinnig, verstörend, durchgeknallt, wie ihr zum Beispiel an dem Bild hier sehen konntet. Und dieses rosa Viech da unten ist ziemlich komisch. Ja, wollen wir mal, ne? Ach ja, noch was. Die Musik in dem Spiel ist ziemlich lustig. Ziemlich awkward. Merkwürdig. Durchgeknallt. Das ganze Spiel ist an sich creepy. So, nein. 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 Ich kenne dich irgendwoher. Okay. Böser Kommentar, den ich jetzt mal verkneife. Fisch. Nein, nein. Ja, Pinguin. Der ist so knuffig, den habe ich einfach genommen. Ja, das wird schon passen. Und wie gesagt, ach Gott. Ich habe nur die erste Level gespielt, zum ersten Boss und dann wird es komplett blind. Ich muss mich erstmal mit den Steuerungen hier vertraut machen. Nee. Update. Stirb, Adler! Wow. Ihr werdet mich hier oft failen sehen, denke ich. Ich glaube, die konnte man einsammeln. Ja. Die Gegner hier kann man auch nicht wirklich ernst nehmen. Das fliegende Hühner, es ist alles dabei. Und diese Maoi-Statuen, oder wie immer die jetzt, glaube ich, jetzt nochmal. Ich glaube, die hießen Maoi. Diese anderen Viecher von der Osterinsel da, sind ja auch schon rumgeflogen. Diese Musik, da, das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel davon. Wir befinden uns gerade in einem, na, Pinguin, in einem riesigen Greifautomaten. Nennt man das Ding so? Ne, die Dinger, was immer auf dem Vergnügungspark halt rumstehen. Mein Gott. Das, ich habe mich jetzt irgendwie an das von der Monster AG erinnert. Mich hat eine Teekanne erschlagen. Fliegende Hühner. Ach ja, stimmt, das war ja das Ding. Ja, komm, geh mal bitte drauf. Danke. Einsammeln.
10.000! Ah, viele. Viel zu viel! Haut ab! Konami, ich hasse dich dafür! Ups! Wuhu! Update! Was war denn das? Pinguin hat mit diesem Greifarm geknuddelt. Ah! Hau ab! Hau ab! Ich mag euch doch nicht! Uah. Also ich... Nicht wundern, wenn ich das Spiel unregelmäßig hochlade, aber ich weiß nicht, wie lange das mein Hirn noch aushält. So, und nach diesem Boss hier, dann wird's komplett blind. Ah, diese Musik! Na, wo ist er? So! Ja, das ist ein Panda in einem rosa Tütü und einem Entenkopf auf dem Kopf. Wuhu! Stirb! An alle, die wissen wollen, wie die Frau im Real Life aussieht, ungefähr so. Ah, nein. Ich glaube, wenn sie das sieht, dann werde ich entweder... Oh Gott. Dann werde ich wahrscheinlich keine Parts mehr hochladen können. Also nicht wundern, wenn nichts mehr kommt von mir. Weil danach hat sie mich wahrscheinlich an meinen eigenen Eiern erhängt. Ah. Na komm, stirb! Stirb! Quack, 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 haha! Bumm! Nein, ich möchte dein Höschen nicht sehen, vielen Dank. So, ab hier wird's jetzt komplett blind. Also hier ist es noch viel schwerer mit der Shisha dann. Genieße ich solche Szenen. Was erwartet mich in diesem Weltall? Fliegende Fische und da schon wieder diese Maoi-Köpfe. Das hat nichts gebracht. Ich werde von drei Pinguinen verfolgt. Bubble! Was macht denn die Bubble? Das ist vielleicht so eine Art Schutzschild. Nehme ich zumindest mal an. Oder? Halt, Glöckchen, hierher! Ah! Vom Weltall zum Strand. Ja, das ist ein Schutzschild. Die Musik ist so... Schon wieder. Interessante Wolkenform, ein Oktopus. Ein Schiff, was zum Teufel! Ein U-Boot mit einem Katzenkopf und ich muss dann gleich mal sterben daraufhin. Ach nee! Ich werde von einer Katze umgebracht. Aber immerhin habe ich ja noch meine Bubble. So, jetzt aber. Uah, ich habe meine Bubble. Wahrscheinlich nicht mehr lange. Nicht, wenn ich in jeden Schuss reinfliege. Uah, okay. So viel zur Bubble. Gott! Das meinte ich mit komischen Gegnern. Ah, sehr gut. Stirb! Ich hasse dich! Und deine Eltern! Da! Es geht mir hier viel zu viel an. Was zum Teufel? Katzenluftschiffe? Das schaut cool aus. So, gehen wir mal unter Wasser. Was haben wir denn hier? Sehr viele Power-Ups. Alles gekauft. Das nennt schon wieder. Double! Jetzt hab ich wieder einen anderen Schuss, oder was? Ah. Lasst mich in Ruhe. Besonders du, du scheiß Katze. Ah. Stirb! Dann halt nicht. Das ist ein großer Pinguin da hinten, oder? Das schaut jedenfalls ziemlich witzig aus. Ich sollte mal aufhören, auf den Hintergrund zu achten, während mich hier Pinguine abschießen wollen und Goldfische und was weiß ich was.
Ja, ich komme ja wieder hoch. Meine Güte, Hilfe. Ich sehe nichts. Ah. So. Es spielt dieses scheiß Schiff. Ja, ihr scheiß Glocken. Hä? Stimmt, da war ja was. Ja, stirb! Nicht ich! Nein, nicht ich! Ja, Bubble, sehr praktisch. Ich möchte bitte wieder nach oben. Danke. Lass mich doch einfach in Ruhe. Oh, du scheiß Katze. Zurück zu dir. Hihihi, diesmal nicht. Scheiße. Ah. Yeah. Puh, war mal nett. Und jetzt? Oh, nice. Eieieiei. Zu hoch. Oh, wie schön. Oh mein Gott. Ah, du musst schon wieder. Ah, lach mich nicht aus. Oh mein Gott. Ah. Es tut mir leid. Oh, leck. Die habe ich im Gameplay-Video gesehen. Das war das mit dem What the fuck. Ah, dieser Angriff ist schon What the fuck. Ja. Yeah. Danke. Verpiss dich. Tschüss, Schiff. Shisha-Pause. Juhu. So, wo sind wir jetzt? Wieder ein paar Maus. Ja. Da. Lasst mich! Hey, was hat mich jetzt da umgebracht? Ah! Ah! Verschwindet! Lasst ab von mir! Ich sollte öfter speichern. Noch öfter! Weg, 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 weg! Huh. Her damit! Alles gekauft! Ah! Was? Ich kann nicht mehr schießen. Oh! Ich werd fett! Wie schön! Sterbt, ihr blöden Ballons! Was zum Teufel? Was zum Teufel? Oh mein Gott, haben die ein riesiges Spiegelei da hinten in der Hand oder täusche ich mich da? Ah, leck! Das Spiel ist zu viel für meinen scheiß Computer. Schieße ich mich hier gerade durch Kekse oder durch Teig? Das war jedenfalls eine Kiwi. Oh, sehr gut. Toll, toll, toll. Meine Bubble wird gleich mal aufgebraucht. Was zum Teufel ist das? Ein riesengroßes Om-Nom-Nom. Ich werde von Maulwürfen verfolgt, die irgendwie runterfallen. Ah, was war das denn jetzt? Gott, ja, bitte. Ah, Kiwi. Was zum Teufel, ein Buttermesser? Ich bin von einer Kiwi erschlagen worden. Nein! Danke! Wow! Nein! Nein! Ich will nicht! Lasst mich doch alle in Ruhe! Bumpen!
Was machen die wohl? Die machen Bumm. Genau wie ich. Nochmal wie ich. Ich will meine Bubble. Danke. Und das ist erst die zweite Level. Buttermesser, Pinguine, Erdbeeren, Bomben, Maulwürfe. Geh weg, du blöde Bombe. Nee. Machst du Bomben? Danke. Nein. Oh. Haut ab! Oh Mann! Das verstehe ich nicht, das Spiel überstehe ich nicht. Diese Zwiebel da hinten schaut aus wie ein Arsch. So, was haben wir denn? Ein Sahnespritzer. Shoot, ja gut, dann shoot ich da mal hin. Ist das gut, in der Mitte zu bleiben? Ich nehme es mal an. Arschloch. So, wenn er grinst, sollte ich runter. Das habe ich mittlerweile gesehen. Wow. Glück gehabt. Na komm. Hör. Was ist jetzt kaputt? Also. Du. Oh, Lech. Ich hasse dich. Ich will deine Sahne nicht. Könntest du nicht einfach sterben? Oder das Maul aufmachen? Ja, auf die Dinger muss ich wahrscheinlich schießen. Na komm, mach Uff. Langsam. Sehr gut, einer ist weg. Two to go. Zu einfach. Was? Okay, tschüss. So, das reicht vorerst. Die nächsten Teile kommen noch. Heute nicht mehr. Aber bis jetzt geht's noch. Mein Hirn hat sich noch nicht verflüssigt. Deswegen, also zumindest mein Resthirn. Ja, dann sage ich mal, wir sehen uns bald wieder und ade.